Aber, also wenn ich auf die Benutzen-Taste drücke, dann, dann erscheint es wieder. Also erscheint der Muffin hier wieder, das Törtchen. Kann ich ihn fallen lassen? Nein. Nicht auf dem Tisch zumindest. Jetzt komm, jetzt lass das Ding wieder verschwinden. So. Ich ihn hier fallen lasse? Na, scheint das Törtchen sofort wieder. The magnificence, highly repetitious, disappearing act will now begin. Again, there, it's gone. Net show is in 30 seconds. Please kill me. Oh, wo sonst könnte ich das noch einsetzen bei den Sachen, die ich bisher gesehen habe? Außer hier. Das ist auch in der Nähe. Aber wenn ich nicht drücke, dann läuft das hier ewig weiter. Vielleicht, wenn ich eine zweite Person herhole. Wo ist denn der Mönch? Ich glaube, der ist näher dran. Der Mönch hat die Hantel. Ja, die Hantel habe ich ja auch noch, stimmt. Na, das ist mal sportlich, Leute. Mit der Riesenhantel in der Hand zieht er sich da das Seil einarmig hoch. Wahnsinn. So, und jetzt stellen wir den mal dazu. Ja, und der Muffin ist auch wieder aufgetaucht. Das ist ja fast schon Betrug. Kann ich die Hantel irgendwie verschwinden lassen? So. So. Jetzt gehen wir hier drauf. Den Hillbilly ziehe ich jetzt erstmal wieder weg. Ah. Nein. I'll win again. Hey, that's not possible. I always guess right. This carnival game is now closed while we investigate the tampering with our tampering. Please leave. Ja, war ja klar, ne? Ich hab's jetzt so im Hintergrund gehört, was ich für einen Fehler gemacht habe. Ihr habt bestimmt schon alle vorher mitbekommen und habt euch ziemlich übel vor die Stirn gehauen. Natürlich, er sagt ja, der Zauberer, dass das maximal 30 Sekunden hält. Ich habe, glaube ich, einfach zu lange gebraucht vorher. So, auf jeden Fall. Jetzt brauchen wir noch zwei Tickets. Die müssen doch noch irgendwie zu kriegen sein. Also eines kriegen wir noch vom Haude Lukas mit dem anderen Hammer dann hoffentlich. Und na, also diese Stelle hier ist nicht ganz so einfach. Also hier bleibe ich irgendwie immer. Na, jetzt spring da noch hoch, du Abenteurerin. So. Hau den Lukas und dann gucke ich mal nach oben, was sich da oben noch so befindet. Ich habe ja noch nicht alles gesehen, glaube ich. Das Unglücksrad haben wir ja auch noch, genau. Das hier kann. Tatsächlich. Was passiert hier? Okay, wie kann ich das raten? So, grün-rot. Dann müsste das nächste wieder grün sein, aber so einfach wird es nicht sein. Ja, genau. Es ist jetzt hin und her geschwungen quasi. Okay, hier habe ich gerade noch keine Idee. Mal schauen, was wir denn finden, mit dem wir das Ganze irgendwie manipulieren können. Weil irgendwie ist es da drauf ja bisher immer rausgelaufen, dass wir irgendwo ja, nachhelfen mussten, sage ich mal. Guck mal, hier können wir doch bestimmt auch mit dem hübschen Riesenrad fahren. Die Hanteln haben wir schon mitgenommen. Ja, wo geht's denn hier lang?
Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, leerer Sicherungskasten. Ich soll jetzt aber nicht bis zum Anfang laufen und eine Sicherung holen, oder? Damit der mir dann vorhersagt, welche Farbe als nächstes kommt. Das wäre ja... Ja, also hier komme ich nicht zu einer Sicherung irgendwie, glaube ich. Bitte, das wäre... Also das wäre echt... Kommen wir da denn überhaupt zurück? Ich glaube, wir kommen gar nicht bis zum Anfang wieder. Sind wir wieder irgendwo runtergefallen? Ich hoffe, das Riesenrad oder so hat eine Sicherung, die wir rausnehmen können. So, kann ich mich da draufstellen? Ja, das geht schon mal. Oh, schaut mal, da springe ich erstmal ab. Das schaue ich mir an. Was haben wir hier? Den Mönch. Mangelnde Balance. Naja. Er hat es immerhin überlebt, würde ich sagen. So, dann springen wir wieder auf. Nein! Ja, ja. So, dann springen wir jetzt eben wieder auf. Oder auch nicht. Ach. Na? So. Und nein. Ja, ich weiß. Ich komme mit der Tastatur besser zurecht, Hüstlüstl. So, jetzt. Sehr schön. Bin ich gespannt, wo wir hinfahren. Wo geht's denn da weiterhin? Da ist eine Sicherung. Und ich hab's knapp geschafft. Ja, naja, ist ja irgendwie, muss ich erstmal das Ding abschalten. Jetzt müsste ich also eine Möglichkeit finden, hier abzuschalten. Dann muss ich mit einem hochfahren und die Sicherung rausnehmen oder irgend sowas. Ne? So, wo geht's denn hier lang? Da könnte ich also auch eine Sicherung reinsetzen. Und da oben ist auch irgendwas. Aber wie komme ich da hin? Lass den mal hier stehen. Ich nehme mal den Hillbilly mit dem Törtchen. Weiß ich mal, das Törtchen noch benutzen müssen oder ob wir das mehr oder weniger nur zufällig haben. Also, ist schon, weil ja... Weil das halt bei dem Mario rumlag. Komme ich da durch? So, nein. Ha, schwierig. So. Wo kam die Dame denn hier? Das hier lang? Da ist das Unglücksrad wieder. Da geht's noch weiter. Da geht es noch weiter. Rauf da. Aha, da ist nochmal so ein Strommast offensichtlich. Okay, da ist aber nichts oben dran. Ah, da ist der Generator und ein Schraubenschlüssel. Kann ich mit dem Schraubenschlüssel den Generator abschalten? Wunderbar. Ja, jetzt haben wir irgendwo für Aufregung gesorgt. Ich nehme den Hillbilly, der ist am nächsten dran. Kann man das Törtchen weglegen kurz. So, jetzt gehen wir hoch und jetzt fahren wir den Hillbilly auf dem Riesenrad nach oben. Klauen uns die Sicherung und setzen die Sicherung woanders ein. Müssen wir erstmal gucken, wo wir sie zuerst einsetzen. Gab es ja zwei Möglichkeiten. Ich glaube, wir machen zuerst das mit dem Wahrsager. So, das Riesenrad fährt noch, obwohl ich den Saft abgedreht habe. Okay. Jetzt gedacht, ich müsste jetzt hier anschalten und abschalten, wenn ich fahren will. Und wenn ich die Sicherung rausnehme, dann wieder abschalten und so. Steht schon. Ach. Ja, ich bin nicht so der Jump'n'Run-Freak. Es gab eigentlich nur ein Jump'n'Run, das ich wirklich gern gespielt habe, jetzt mal in der neueren Zeit. Commander Keen und so hat natürlich jeder gerne gespielt oder so Sachen wie das alte Duke Nukem und so. Aber das ist ja
Das ist schon so lange her, dass es nicht mehr wahr ist. Ja, aber es gibt tatsächlich ein halbwegs aktuelles Jump'n'Run, das auch gut ist. Jump Jupiter, das ist auch erstmal umsonst. Das ist ein Browser-Spiel. Wer Jump'n'Runs mag, mal so eine Empfehlung am Rande. Spielt mal Jump Jupiter. Das sieht aber schon so aus, als ob hier noch Saft drauf wäre irgendwie, ne? Ja, ich hab's befürchtet. Was haben wir denn dann abgeschalten? Oder... Ah, das ist wieder an. Ah, verstehe, verstehe. Irgendjemand kommt her und macht den wieder an. Ja, das sind nur ein paar Sekunden, okay. Ach Gott, ich... Ja, regt euch ruhig drüber auf. Ich reg mich wahrscheinlich noch mehr auf, dass ich das nicht auf die Reihe bekomme, da drauf zu springen. Ja. So, jetzt mal ein bisschen... gezielter. Nein, und ich laufe weiter. Ich depp. Ja, haben wir gleich, haben wir gleich. Ich hab's ja schon mal geschafft, wollte ich gerade sagen. So. Jetzt fahre ich bis oben zur Sicherung. Und dann schalte ich bei der Abenteurerin den Generator wieder ab. Dann sollte ich hier ein paar Sekunden Zeit haben, die Sicherung zu entnehmen. So, und raus mit dir. Gut. Wir schalten auf die Abenteurerin. Abschalten. Wieder zum Hillbilly. Sicherung rausnehmen. Und haha. So, der dreht sich jetzt aber natürlich auch nicht mehr weiter hier. Ich hoffe, ich komme hier lebendig unten an. Was ich zwar nicht tue, aber ich habe die Sicherung noch. Sehr schön. Gut, dann kümmern wir uns mal um den Wahrsager hier hinten. Den Xavetar. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Komm, lass mal. Was ist doch egal. Ah, blau. Hier ist blau. Hier ist blau. Ich kletter mal mit der Dame hier runter. Lass den Schraubenschlüssel mal hier liegen, weil wenn ich den brauche, dann brauche ich den hier vermutlich. So. Ja, genau. Guarantee Win. Da habe ich meine eigene Methode dazu. Komm, komm, komm. Blue. Sehr schön. Sehr schön. Haben wir das einzige Ticket abgestaubt? Bringe ich gleich mal vor zum Automaten. Dass wir das nicht irgendwo aus Versehen noch fallen lassen oder sowas. Halt, da geht's lang. So, und was war denn jetzt das letzte noch? Wir brauchen noch irgendwie den Hammer, ne, vom Howden Lucas. Sind wir für den Howden Lucas. So. Und dazu nehme ich mal mit dem Hillbilly die Sicherung wieder raus. Und nur weil er gerade in der Nähe steht. Und gehe zurück darüber und kletter da mal hoch. Da oben war doch noch ein Sicherungskasten, wenn ich mich recht erinnere. Da oben. Vielleicht rennen dann die Groupies. Und es sieht fast so aus, als ob ich hier drauf gehe, wenn ich das da rein tue, ne? Ich mach's mal. Richtig geschätzt. Gut. Dann müssen wir da natürlich erstmal wieder hoch. Und müssen mit einem anderen Charakter, ich nehme einfach wieder die Abenteurerin, weil sie sich da hinten ja schon auskennt, die war ja da, schalte ich nochmal kurz den Generator ab. Komme ich hier rum hin? Nee, da muss ich hochklettern, wenn ich... Ja, muss ich hochklettern. Zack, 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 zack. Nicht ganz so sportlich wie der Mönch. Mönch? Der Mönch? Nicht ganz so sportlich wie unser Shaolin, aber ähnlich. Na. Und fast so geschickt wie ich an den Tasten. Und nur fast.